Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute ein Thema, ein Schwerpunktthema. Und das Thema heißt, ich hasse diesen Ort. Ich möchte gerne mit euch über Örtlichkeiten sprechen, an denen irgendetwas sehr Unangenehmes, etwas sehr Dramatisches für euch mal passiert ist. Das kann ein Unfall sein, ein Verbrechen, vielleicht eine Offenbarung, dass irgendjemand euch etwas gesagt hat an einem bestimmten Ort. Oder es kann ein Ort des Gruselns unter Umständen sein, ein Ort der Qualen oder auch ein Ort des Todes, ein Ort des Versagens. Es gibt ganz viele Orte, mit denen man unangenehme Gefühle verbindet. Vielleicht sind eure Gefühle so unangenehm, bezogen auf einen Ort, dass ihr sagt, ich hasse sogar diesen Ort. Also wenn ihr gerne mit mir über einen solchen Ort sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Vincent. Und Vincent ist 35. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Vincent. Was ist das für ein Ort, über den wir sprechen? Also, ich würde mal so sagen, wir haben damals, als wir relativ jung waren, 17, 18 Jahre alt, versucht, Republiksflucht zu begehen. Mhm. Das heißt, du warst in der ehemaligen DDR? Genau, ich bin da also als Kind groß geworden, habe da also meine Schule, meine Kindergarten, meine Lehre, meine Jugend und alles verbracht. Und irgendwann, als wir älter geworden sind, gab es ja bei uns auch mal ein Fach, das nannte sich Staatsbürgerkunde. Ja. Und da ging es ja darum, dass man gesagt hat, Kapitalismus und Imperialismus ist scheiße und nur der Sozialismus ist gut. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass die DDR an sich ein einziger Lug und Betrug war. Das habt ihr für euch Jungs, ein paar Freunde, habt das irgendwie so erkannt. Richtig. Und wir sind dann irgendwann mal ohne Wissen unserer Eltern, also ich muss dazu sagen, mein Vater war ein relativ hoher, hochrangiger Offizier bei den Grenztruppen, den ich dann, ich sag mal, so ein bisschen ausgequetscht habe, indem ich gesagt habe, ja, wie ist das denn so an der Grenze und wie wird die denn bewacht? Und mein Vater, ich meine, ich war der Sohn, also ja, klar. Er hat mir das dann natürlich auch gesagt. Wir hatten dann irgendwann mal die glorreiche Idee, dass wir gesagt haben bei der Nacht- und Nebelaktion, wir packen jetzt alle unsere Skier ein und wir werden jetzt in den Thüringer Wald fahren und werden von dort aus versuchen, über die Grenze zu kommen. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren 6 Leute. 6 Leute. Jungs, wir waren 17, 18 so ungefähr. Genau, aber alles Jungs und wir waren also eine fest eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Und das hatte den folgenden Grund, wir sind also alle aus der Gegend von Leipzig und Dresden gewesen und wussten, dass in dem Bereich des Thüringer Waldes keine Mauer gebaut worden war. Und zwar aus dem ganz anderen Grund, weil der Boden so sandig war, dass die Mauer wahrscheinlich nach 10 Jahren irgendwann verschwunden wäre. Auf jeden Fall sind wir dann los mit dem Zug Richtung Sonneberg nach Thüringen darunter, haben uns die Skier angeschnallt und sind irgendwann mal in den dunklen Wald gefahren und haben auch diese Aktion wirklich im Winter gemacht, auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar gab es sogenannte ein sogenanntes Sperrgebiet, wo man normalerweise nur mit Passierschein reinkam. Und dort waren Klingeldrähte gezogen, ungefähr 1,5 bis 2 Meter über dem Boden. Ja. Und im Winter hat man diese Klingeldrähte wie diesen Kuhzaun summen hören, diesen Strom. Ja, so. Daran konnte man sich dann also orientieren, dass man da nicht irgendwie draufgetreten ist. Und einer meiner Freunde, die hinter mir liefen, hat dieses Ding kaputt gemacht. Und das hat natürlich dann einen riesen Alarm ausgelöst und dann waren wir natürlich sofort geliefert. Ihr habt diese Sache aber unternommen, wirklich mit dem festen Vorhaben rüberzugehen? Oder sollte es einfach... Um in den Westen definitiv zu kommen. Ja, ihr wart fest entschlossen, alles hinter euch zu lassen. In welchem Jahr war das genau? Das war 1988. Also kurz bevor alles dann zusammengebrochen ist. Genau, und 1987 haben wir eine ähnliche Aktion gestartet. Ja, Moment, lass erstmal die eine weitererzählen. Waren die Grenzer auf euch aufmerksam geworden? Genau. Und da muss dann ein riesen Theater losgebrochen sein, oder? Man muss sich das so vorstellen, also in dem Moment, wo dieser Klingeldraht auseinandergerissen ist,
ist unweit, also ich sag mal Sichtweite vielleicht 150 Meter, sind Leuchtraketen hochgestiegen, sind rote Lichter angegangen, der ganze Himmel war hell erleuchtet. Also du hattest also keine Chance mehr, irgendwo dich zu verdrücken. Ist mir klar. Das heißt, die haben euch gepackt, euch Jungs, und ihr seid wahrscheinlich sofort in den Knast gekommen. Ja, Moment, gepackt erstmal nicht. Wir haben erstmal 30 Minuten im Schnee gelegen, mit dem Gesicht nach unten. Ah ja. Und ich denke mal, bei der kleinsten Bewegung hätte es wahrscheinlich dann hundertprozentig geknallt. Aufgrund der Selbstschussanlagen oder weil da schon Grenzer waren? Nein, die Grenzer waren schon da. Die waren schon da. Ich kann dir das nicht mehr genau sagen. Also das ging so hektisch ab, aber es waren mit Sicherheit 7 oder 8. Und da waren Jungs dabei, die in unserem Alter waren, die natürlich nervös waren. Klar. Welche Konsequenzen musstet ihr tragen? Das kann ich dir genau sagen. Wir sind dann also wie ein Stück Vieh auf dem LKW geschmissen worden. Sind nach Bautzen verbracht worden und in Bautzen in der gleichen Nacht von der Stadtsicherheit verhört worden, aber nicht verhört, so wie man sich das in einem normalen Polizeiverhör vorstellen muss, sondern mit stundenlangem Warten in warmen Räumen, mit Halogenlicht ins Gesicht, dass jemand rein und raus ging, also ich sag mal so auf die psychologische Art und Weise. Also ist das dieser Ort, den du hast, wenn du... Genau. Nun ist Gott sei Dank dann bald die DDR zusammengebrochen. Wenn die DDR weiter bestanden hätte, wie lange hättet ihr in den Knast gemusst? Also ich sag mal, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich hatte also keine Vorbelastung. Ich habe also jemanden in der Familie gehabt, der also dem Staat, ich nehme das mein Vater her, ich sag mal in keiner Art und Weise übel, der also als hochrangiger Offizier dem Staat eigentlich, ich sag mal, immer treu und brav gedient hätte. Ich schätze mal, dass ich da sicherlich mit 1 oder 2 Jahren davon gekommen wäre. Jeder andere hätte da wahrscheinlich 5 oder 6 Jahre erstmal im Zuchthaus gesessen. Wahnsinnige Aktion. Ihr habt mit eurem Leben gespielt. Richtig. Ihr hättet auch erschossen werden können, wie so viele erschossen worden sind bei Fluchtversuchen. Ich finde das auch immer interessant und auch sehr wichtig, dass solche Sachen erzählt werden, dass du das auch erzählst. Weil bisweilen ja so eine Glorifizierung der DDR immer wieder zu hören ist, wo man all diese Sachen, diese grauenhaften Sachen einer Diktatur unter den Tisch gekehrt werden. Was ich von meinen eigenen Landsleuten, also eigentlich persönlich so schlimm finde, ist die Tatsache, dass man immer gesagt hat, ja, bei uns gab es zumindest keine Obdachlosen, bei uns gab es immer genug zu essen und zu trinken und keiner musste auf der Straße schlafen. Das sagen alle Diktaturen. Gut. Oder sagen viele Diktaturen. Ne? Dem spreche ich vielleicht zu. Nur was ich selber schlimm fand, wenn wir zum Beispiel mal, ich sage jetzt einfach mal, Rolling Stones oder die Beatles hören wollten, wir sind dabei erwischt worden, dann ist uns nicht nur das Radio weggenommen worden, sondern dann gab es richtig eine auf die Fresse. Jetzt würde mich noch sehr interessieren. Du sagst, dein Vater war hoher Offizier bei den Grenztruppen. Das waren ja 180-prozentige, die da hingesteckt, die da abgestellt wurden. Wie hat der sich hinterher dir gegenüber verhalten? Das kann ich dir genau sagen. Ich habe seit diesem Tage bis zum heutigen Tage mit meinem Vater keinen Kontakt mehr. Ach, bis zum heutigen Tage nicht? Auch mit deiner Mutter nicht? Doch, mit meiner Mutter, ja, um Gottes Willen, natürlich, klar. Was ist das denn? Meine Mutter ist eigentlich froh darüber, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Was ist aus deinem Vater geworden, weißt du das? Das kann ich dir sagen. Mein Vater lebt ganz normal mit einer neuen Frau, hat, ich glaube, 4 oder 5 Kinder und... Ja. Ist heute, glaube ich, arbeitslos, soweit ich weiß. Hast du irgendwas mal gehört, ob er heute ein Unrechtsbewusstsein hat, bezogen auf all das, was er getan hat? Ja, ich habe ihn mal nach Jahren mal angerufen, weil ich muss immer dazu sagen, er ist immer noch mein Vater geblieben. Klar, ja. Und es ist sicherlich auch so, dass ich ihm, ich sag mal, Schule, Kindheit, auch einiges zu verdanken habe. Und ich habe ihn dann mal gefragt und er hat gesagt, er hat seine Sache dort gemacht und er hätte sicherlich auch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Ich meine, ich kann es ihm eigentlich nicht verübeln. Ach, du hast denn doch nochmal mit ihm gesprochen hinterher? Ich habe es gerade so verstanden, dass ihr gar keinen Kontakt mehr hattet seitdem. Nein, ich habe ihn dann mal nur mal gefragt, ob das okay war für ihn, die Zeit, die er also bei der Armee gedient hat. Und daraufhin hat er mir dann das also zur Antwort gegeben. Was ich nur schlimm finde, ist, ich versuche schon seit Jahren einige meiner Freunde mal wiederzufinden und ich finde sie einfach nicht. Ach, diese 6 Jungs, die restlichen 5 Jungs, wie mutig von euch, damals so etwas gemacht zu haben. Wie mutig.
Das heißt ja was, alles hinter sich zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen, alles hinter sich zu lassen. Eine ganz große Gefahr einzugehen, dass man auch ums Leben kommt bei so einer Aktion. Und dann in einen anderen Teil des Landes, wo man von ganz unten dann hätte anfangen müssen. Ich muss vielleicht ehrlicherweise eins dazu sagen. Es gab zwei Sachen, warum wir weg wollten. Einmal, um ein besseres Leben zu führen, weil wir natürlich gesehen haben, also Westfernsehen wie ARD und ZDF war ja unter der Hand. Und wir haben natürlich gesehen, wie die Jugendlichen, ich sag mal, im Bereich Sexualität und Beziehung und Diskothek miteinander umgegangen sind. Das war der erste Punkt, ein besseres und freieres Leben zu führen. Und sicherlich auch zu sagen, ich möchte gerne mal eine Tafel Milka-Schokolade und ich möchte auch mal einen Walkman haben. Klar, ja. Was es ja bei uns so leider alles nicht gab. Vincent, vielleicht, der Zufall hat es vielleicht arrangiert. Vielleicht hat der ein oder andere von deinen Jungs, deinen Freunden von damals jetzt zugehört. Oder zugesehen und hat sich jetzt wiedererkannt durch deine Erzählung. Der möge uns bitte schreiben oder mailen und dann stellen wir natürlich gerne den Kontakt zu dir her. Das wäre natürlich schön. Das machen wir natürlich, selbstverständlich, wenn das so sein sollte. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Vincent. Alles klar, ich danke dir. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Also ihr Lieben, unser Thema heißt, ich hasse diesen Ort. Ich möchte gerne mit euch über Örtlichkeiten reden, Örtlichkeiten, an denen etwas sehr Schlimmes mal passiert ist für euch, mit euch. Etwas Dramatisches, sodass ihr sagt, dieser Ort, den möchte ich eigentlich meiden. Oder wenn ich an diesen Ort zurückgehe, dann kommen die ganzen alten Bilder von damals wieder hoch, was ich da erlebt habe. Das kann ein Unfall sein, ein Verbrechen. Das kann irgendetwas sein mit Tod, mit Qualen oder vielleicht auch ein gruseliger Ort. Wie auch immer, 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Saskia ist hier. Saskia ist 20 Jahre alt. Hallo Saskia. Hallo. Hallo. Ja, ich hasse diesen Ort. Welcher Ort ist es? Ja, mein alter Reitstall. Dein alter Reitstall? Ja. Was ist da passiert? Ja, also ich habe ein Pferd gehabt jahrelang und ich kam eines Morgens dahin und mein Pferd lag aufgeschlitzt von der Brust bis nach hinten, tot im Stall. Wie alt warst du da? 16. Das Pferd lag aufgeschlitzt von... Ja. Den ganzen Bauch von der Brust an im Stall. Ja. Und das Schlimmste war daran, dass auch alles rauskam. Also ich habe alles gesehen. Ich wusste auch nicht, wie ich reagieren sollte. Also war ein richtiger Schock für mich. Also die ganzen Eingeweide quollen raus. Ja. Mhm. Alles draußen. Wie war deine Beziehung zu diesem Pferd? Ja, das war wie ein Bruder. Also wie zur Familie gehörte das. Also ich habe derzeit auch nicht viele Freunde gehabt und ich habe mit der Elf Jahren das Pferd gekriegt, bin auch direkt zu diesem Stall gegangen. Wie alt warst du, als du das Pferd bekommen hast? 11. 11, Und ich habe meine ganze Zeit mit dem Pferd verbracht. Egal wann, ich war nur da nach Schule. Habe ich später Schule gehabt, war ich noch da. Und Ja klar, da baut sich eine ganz intensive Beziehung, wie zu einem Hund unter Umständen auch, wenn man ein Pferd hat. Du warst in dem Moment alleine im Stall? Ja, es war früh morgens. Was hast du da gemacht in den ersten Minuten, Sekunden? Hast du geschrien, bist du weggelaufen? Gar nichts. Ich stand da einfach. Und hast hingestarrt? Ja, ich konnte nicht, konnte es gar nicht wahrnehmen. Ich dachte erst, ich hab gedacht, das ist gar nicht wahr. Mhm. Also ich konnte es nicht realisieren. Das Pferd war aber da schon tot. Ja, genau. War auch schon länger tot. Das muss wohl in der Nacht passiert sein. Ja. Was steckt dahinter? Wer hat sowas gemacht und warum? Ja, keine Ahnung. Also meine Eltern haben vermutet, dass es welche waren vom Stall. Weil ich da auch wohl ziemlich Ärger hatte, aber ich wurde da so gepiesackt, geärgert, weil ich früher sehr stark am Stottern war. Ach, wer macht denn sowas? Keine Ahnung, gibt es also Menschen, die sich sowas einfallen lassen. Also es ist bis heute nicht aufgeklärt, wer das gemacht hat? Nein, gar nicht. Kann man auch nicht großartig was gegen machen. Also ihr habt sich ja dann die Polizei, natürlich, und Anzeige unbekannt erstattet. Ja, genau. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss doch dann jemand gewesen sein, der sich mit Pferden auskennt, weil das ist ja nun ein großes, starkes Tier. Dem schlitzt man ja nicht mal einfach eben so schnell den Bauch auf, oder wie? Geht das? Keine Ahnung. Also man konnte auch nichts feststellen, man hat nichts gefunden. Ich meine, die haben sich auch nicht gerade Mühe gegeben. Wehrt sich denn so ein Tier nicht, wenn da ein Fremder nah, also so rein praktisch, kannst du dir das überhaupt vorstellen, wie das, also muss man da schon Fachkenntnisse haben, so muss ich es fragen. Ja, da habe ich ja auch gar nicht dran gedacht. Bitte? Also ich könnte es nicht, ich würde mich nicht trauen. Nein, natürlich nicht, ja. Mhm.
Also da muss schon eine ganze Menge hinterstecken, also muss schon ganz schön krank sein, um sowas zu machen. Aber unglaublich, unglaublich. Ja. Das war dein, das war dein privates Pferd, das gehörte dir. Das gehörte mir, ja. Wie ging das denn weiter? Jetzt hast du diesen schlimmen Eindruck, dein Pferd, das du geliebt hast, lag da auf dem Boden aufgeschlitzt. Ja. Wie ging das dann die nächsten, hast du dann ein neues Pferd bekommen? Konntest du überhaupt nochmal? Nee, gar nicht mehr. Ich habe den, also das Schlimmste war, das Pferd lag dann noch tagelang, weil das so lange dauert, bis sie abgeholt werden. Ja. Und ich, da wurde nur eine Plan drüber gelegt und ich habe mich auch noch davor gesetzt, tagelang, bis ich jetzt erstmal richtig realisiert habe. Mhm. Ja, und dann hat meine Mama mich gefragt, ob ich ein neues Pferd haben möchte. Das ist aber einfach nicht vergleichbar. Also wenn man so einmal einen Bezug hat zu einem Tier, vor allem so einen intensiven Bezug zu Pferden und so. Das heißt, dass du bis heute, obwohl du eine Pferdenarrin mal warst, hast du kein neues Pferd bekommen und reitest auch nicht mehr? Nein, tue ich auch nicht mehr. Mhm. Gar nichts mehr. Das ist ein Schock, ne? Den man denn, den hast du wahrscheinlich heute noch vor Augen und ganz klar die in Erinnerung, was du da gefühlt hast, als du das gesehen hast. Ja, klar, voll. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man sowas einem Tier antun kann. Nein, das kann ich auch nicht vorstellen. Natürlich darfst du keine Namen nennen, aber gibt es Personen, wo du so denkst, dass... Ja, gibt es schon. Gibt es schon, ja. Aber da kann man nichts beweisen, ist gar nichts. Ja. Kann man nicht. Wie denn auch? Meinst du, ob das Pferd sehr gelitten hat? Ja, glaube ich schon. Bis es dann verstorben ist? Ja. Mhm. Also es ist ja so, wenn der Magen jetzt aufgeschnitten wird, man verblutet und innen drin, die Gedärme, die waren ja nicht beschädigt. Sind ja alles, also der Darm ist ja einfach nur so alles Kuschelmuschel da drin und dann aber alles draußen. Ich schätze mal, es ist qualvoll gestorben. Eine unglaubliche Tat, also sowas einem Tier anzutun und selbst wenn du da irgendwie Spannungen hattest und dich jemand nicht gemocht hat, unglaublich, unfassbar. Schlimm und sehr schlimm, dass man den Täter nie gefunden hat. Und ja, also haben die Polizisten sich auch gar keine Mühe drum gegeben. War für die einfach nur eine Sachbeschädigung, ist halt passiert. Und ja. So, und das ist mir natürlich klar, dass du diesen Ort wirklich hast und wahrscheinlich. Ja, natürlich. Du bist dann wahrscheinlich auch nie wieder in diesen Stall gegangen, ne? Nee, allgemein Bauernhöfe. Überhaupt irgendwas mit Pferde oder so, halte ich mich grundsätzlich von fern. Andererseits denke ich mir, Saskia, wenn du so eine Tierfreundin bist und auch so eine Pferdefreundin und offensichtlich, wenn du so früh damit vertraut wurdest, kennst du dich auch gut aus mit Pferden. Ja. Und magst Pferde ja auch gerne. Ja, klar. Dass du vielleicht jetzt nach 4 Jahren vielleicht doch nochmal den Schritt unternehmen solltest, denn das ist ja schon eine tolle Sache, wenn man so eine Beziehung zu einem Tier hat. Und ja, aber ich könnte auch gar keinen Bezug mehr so zum Pferd so aufbauen. Mhm. Es ist dasselbe wie jetzt, es ist für mich dasselbe gewesen, als ob jetzt mein Bruder gestorben wäre oder so, oder meine Mutter, so jetzt, oder so war der Schmerz. Und man kann ja auch keinen neuen Bruder ersetzen oder keine neue Mutter, das geht einfach nicht. Und wenn ich ein anderes Pferd angucken würde, würde ich immer mein Pferd drin sehen. Stimmt, wobei die Mutter und der Bruder schon noch eine Stufe höher steht, ne? Ja, bei aller Pferdeliebe und aller Tierliebe. Na gut, das musst du sehen, wie du das für dich arrangierst, aber ich verstehe das schon, dass man da den absoluten Horror vorhat, dann da nochmal hinzugehen und weil alles wieder dann vor Augen kommt. Liebe Saskia, danke für deinen Anruf und alles Liebe wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Ich hasse diesen Ort. Jetzt bin ich verbunden mit Miriam. Miriam ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Miriam. Schön, dass du da bist. Über welchen Ort möchtest du sprechen? Über eine Wiese hinter unserem Dorfspielplatz. Was ist auf dieser Wiese passiert? Das war vor 7 Jahren, also ich war damals gerade 11. Und da war ich mit ein paar Jungs auf der Wiese halt, wir haben rumgetobt, wie immer. Und die haben mich dann halt auf einmal festgehalten und aufgezogen und halt überall angefasst. Und aber seitdem kann ich halt, also seit letztem Jahr oder so, kann ich nicht mehr auf die Wiese gehen. Und ich weiß einfach nicht, warum das jetzt so ist. Seit letztem Jahr? Vorher konntest du wieder auf die Wiese gehen? Ja, also auf den Spielplatz halt, auf die Wiese bin ich dann grundsätzlich nicht mehr gegangen, aber... Ja. Jetzt geht's halt auch nicht mehr auf den Spielplatz. Ja, weil die Wiese, das hängt alles zusammen. Also man kann von dem Spielplatz auf die Wiese gucken und... Ja, genau. Das ist ganz eng alles. Wie alt waren die Jungs, die das damals gemacht haben? Du warst 11, hast du gesagt, ne? Ja, ein Teil war auch 11 und die anderen waren 13.
Also ein bisschen älter. Mhm. Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt. Genau. Die haben dich ausgezogen, die haben dich begrapscht überall. Haben die noch schlimmere Sachen gemacht? Nein. Nein, also sie haben dich nicht zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Nein, das nicht. Mhm. Wie lang, war das eine lange Tortur? Haben die das über längere, eine Stunde oder so gemacht? Nein, keine Stunde, aber ich weiß es nicht genau. Weil ja, da hat man auch nicht so ein Zeitgefühl, wenn einem sowas passiert. Ja, genau. Ah, ist es einem, ekelt man sich und man hat irre Angst, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ja, schon. Mhm. So, dann haben sie irgendwann von dir abgelassen, die Jungs? Und, ja. Und die hatten dich ausgezogen, was hast du denn dann gemacht? Also die sind wahrscheinlich weggelaufen dann. Ja, klar, und ich habe mich dann halt angezogen und bin auf den Spielplatz gegangen zu meinen Freunden dann. Achso, da waren noch andere Freunde von dir. Ja, wir waren immer in so einer großen Clique zusammen. Ja, aber die haben dir auch nicht geholfen. Haben die das gesehen, was da passiert ist? Eine Freundin hat es gesehen, aber die hat dann halt nichts gemacht, weil die auch nicht gewusst hat, was sie tun soll. Klar, Mädel hat dann Angst, dass ihr wahrscheinlich dasselbe passiert. Ja. Hast du es dann damals deiner Mama oder deinem Papa erzählt? Nee, also meine Eltern sind ja geschieden, mein Vater hat schon nicht mehr bei uns gewohnt. Mhm. Und mit meiner Mutter habe ich halt nicht so einen engen Kontakt. Also wir wohnen jetzt halt zusammen, aber wir reden nicht so viel. Aber du wohntest damals auch bei der Mutter? Ja, also, ja schon, mhm. Aber... Die hat das auch nicht gemerkt, dass du ein bisschen verstört, du bist ja wahrscheinlich dann ziemlich verstört nach Hause gekommen, hat die nicht mitbekommen? Nee, also wir reden nicht, also Gefühle bei uns im Haus waren schon generell kein Thema und ich konnte mich, glaube ich, auch relativ gut verstellen. Mhm. Jetzt ist ja interessant, dass du sagst, also die Wiese war immer für dich tabu, seitdem das passiert ist, aber, ja. Aber jetzt eben auch der Spielplatz. Ja, mhm. Das ist schon merkwürdig, finde ich. Hast du den Eindruck so für dich, dass je älter du wirst, du bist jetzt 18 Jahre alt, damals warst du 11, als das passiert ist, dass je älter du wirst, du noch intensiver immer wieder daran denken musst? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke relativ oft daran jetzt, je älter ich geworden bin. Wenn du daran denkst, beschreib mir mal so deine Gefühle, die du dann hast. Gefühle? Ja, Ekel und Wut halt. Hm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du die dann, ja wahrscheinlich, wenn das ein kleiner Ort ist, die hast du dann noch immer wieder gesehen später, die Jungs, ne? Ja, ich sehe die auch heute noch ständig. Mhm. Aber wir reden halt nicht miteinander oder so. Ja. Meinst du, die wissen noch, was die damals gemacht haben? Wie? Meinst du, die wissen noch, was die damals gemacht haben? Ob denen das noch so bewusst ist, so in der Erinnerung? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm. Weil ich laufe nur schnell an denen vorbei. Ja. Ist heute wahrscheinlich immer noch so ein, zumindest auf jeden Fall Unwohlsein, aber auch ein bisschen Angst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du denn jetzt außer mit mir da schon mal mit irgendjemandem drüber gesprochen in den letzten Zeiten, Jahren? Ich war vor einem halben Jahr in psychiatrischer, ambulanter Behandlung und da habe ich das mal angesprochen gehabt. Ja. Aber dann habe ich die Behandlung abgebrochen. Weswegen warst du in diese Behandlung gekommen? Weil ich an einer Essstörung leide. Mhm. Und an Selbstverletzen, irgendwie sowas. Und da war ich halt da. Ist dir damals, als du Kind warst, neben dieser Geschichte, die ja schon schlimm genug ist, noch etwas anderes mal Schlimmes passiert? Ja, so schlimm vielleicht nicht, weil aber schon einiges. Mhm. Aber Kleinigkeiten jedem mal passieren. Ja. So, also mein Vater zum Beispiel ist halt ab und zu mal durchgedreht. Hat dich geschlagen? Mein Stiefvater hat mein Bruder nicht ab und zu mal geschlagen und mein Vater, ja. Der hat halt meine Mutter öfters mal verprügelt. Ja. Und da durfte ich dann als Kind immer zugucken. Alles nicht schön für ein Kind. Alles schlimm so für die Entwicklung. Das prägt. Wie ist es denn heute mit der Selbstverletzung, mit der Essstörung? Also mit der Selbstverletzung, das hat sich jetzt eigentlich ganz gut gebessert, glaube ich. Das heißt, du hast geritzt so in die Arme? Ja, mhm. Ja genau. Mhm. Nur in die Arme oder auch an anderen Stellen des Körpers? Ja, in die Beine noch. Die Beine. Ja. Immer so kleine blutige Schnitte. Ja, genau. Mhm. Das ist ein bisschen besser geworden. Ja, also es passiert eigentlich nur noch ganz selten. Und die Essstörung? Ja, die hat sich, glaube ich, noch nicht ganz so gebessert. Was heißt denn Essstörung? Ich habe Bulimie. Also du isst und erbrichst dann? Ja, genau. Ja. Wie oft erbrichst du so? Am Tag oder in der Woche? In der Woche, das ist unterschiedlich. Manchmal bloß 5-mal die Woche, manchmal
14 Mal. Mhm. Ist schon unterschiedlich. Ist schon dann ziemlich heftig, finde ich. Und es gibt Schlimmeres. Ja, natürlich gibt es Schlimmeres, aber wenn man 14 Mal in der Woche erbricht, oder wenn es auch nur 5 Mal sind, das ist ja fast jeden Tag, ist das schon eine schlimme Sache. Deine Gedanken drehen sich sehr viel um das Essen, ne? Ja. Was nehme ich zu mir, was geht nicht und was kann ich bei mir behalten, was nicht? Ja, genau. Mhm. Das ist schon mein Tagesablauf. Ja. Bist du Schülerin noch oder machst du eine Lehre oder was machst du? Ja, ich bin Auszubildende. Ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin. Ja. Ja. Wie ist das denn so mit Sachen Erotik und Sexualität? Hast du diesbezüglich schon gute Erfahrungen gemacht? Gar keine. Gar keine? Noch keinen Freund gehabt? Ja, nur im in der Grundschule mal, aber das war halt bloß Kindergartenliebe. Ja, und auch noch nicht so in den letzten Zeiten mal irgendwie mal heimlich verknallt in jemanden? Ja, heimlich verknallt schon, aber das hat mich dann wieder gelegt. Hast du Sehnsucht danach? Nach mal verliebt zu sein oder mal auch eine, ja, mal Sexualität zu erleben und zu entdecken? Hast du da Sehnsucht, nee, nach? Nein. Nicht? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nee. Sehnsucht so nach Geborgenheit? Zärtlichkeit? Das weiß ich nicht. Weil du noch gar nicht die Erfahrung gemacht hast, mal, du hast es gerade so beschrieben, dass es zu Hause ein bisschen kalt bei euch zugegangen ist. Ja. Das heißt, deine Eltern haben dich, deine Mutter, dein Vater nie mal gestreichelt, in den Arm genommen, gekuschelt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also Miriam, sind wir so vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Du hast erzählt von der Geschichte da auf der Wiese. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein 11-jähriges Kind schon sehr schockiert und dass das eine Auswirkung hat. Aber du hast mir noch eine ganze Menge andere Sachen erzählt von deinem Leben. Ja. Bis hin jetzt mit der Bulimie. Weißt du, wozu ich dich wirklich gerne und ganz, ganz, ganz dringend ermutigen möchte? Du hast eine schlechte Erfahrung mit der Psychiatrie gemacht. Ja. Da machen viele Menschen schlechte Erfahrungen. Da gibt es auch noch immer Sachen, die nicht gut laufen. Es gibt auch tolle Psychiater. Aber ich würde ganz, 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 ganz toll finden und wichtig finden, wenn du in eine zu einem Psychologen gehen würdest und eine Psychotherapie machen würdest. Ja, das habe ich mir jetzt auch schon überlegt. Ja. Aber mir fehlt irgendwie der Mut dazu. Ja, hör mal. Du bist so mutig und hast dir vor so vielen Menschen deine Geschichte erzählt. Und hast es ganz toll erzählt. Stimmt. Ist ja schon mal ein Ansatz, ne? Also ich glaube, wenn man so viele Sachen irgendwie mit sich rumschleppt wie du, dass man das nicht alleine schafft. Das kriegt man nicht hin. Da braucht man schon fachkundige Hilfe. Und da gibt es verdammt gut ausgebildete Menschen, die könnten dir schon helfen. Eine von diesen toll ausgebildeten Leuten habe ich jetzt hier bei mir im Hintergrund. Die heißt Elke. Das ist meine Psychologin. Ich schlage jetzt mal vor, dass du mit ihr noch ein paar Worte redest. Dann kann sie dir noch einige Tipps geben. Okay. Ja? Dann legst du bitte auf, Miriam, und die Elke ruft dich jetzt gleich zurück. Und dann könnt ihr beide in Ruhe sprechen. Okay, okay? Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich hasse diesen Ort. Das ist unser Thema. Und zu diesem Thema hat sich auch die Rosemarie gemeldet. Die ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ich bin erstmal ganz platt, dass ich durchgekommen bin, ja, und dass das Fernsehbild nicht so synchron mit, ja, meiner. Ja, ich bin. Das ist nicht synchron. Ich hasse diesen Ort. Mein Ort, den ich hasse, ist diese Wohnung, in der ich lebe. Wie lange lebst du in der Wohnung schon? Ach Gott, jetzt 8 Jahre insgesamt. Ja. Also, warum hast du sie? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen was erzählen erstmal. Bitte. Ja, wo fange ich an? Fangen wir einfach irgendwo an, ich frage dann schon. Das ist eine Eigentumswohnung, so in etwa vor 8 Jahren gekauft. Hast du sie alleine gekauft oder mit einem Partner? Nein, alleine. Und gut, mein Vater hat sehr, sehr viel Geld dazu getan. Er ist auch kurz danach verstorben. Ich weiß, bei der Wohnungsbesichtigung, da habe ich dann gefragt, wie ist die Dämmung dieser Wohnung, wie ist die Dämmung nach oben, weil ich ja diesbezügliche Erfahrung hatte, und wie ist die Dämmung zu den Nachbarwohnungen. Mhm. Und natürlich sagte man mir... Top-Dämmung. Hervorragend. Haben die gesagt, ist genau. Mir klar. Ja, ist mir klar. Kann man nur so eine blöde Frage stellen? Ist das eine Altbauwohnung?
Das ist eine Altbauwohnung, ja. Und zwar ist das Haus 1912 gebaut und es wurde dann so aufgeteilt. Und ich habe das Problem, dass vier Nachbarwohnungen, also den Lärm, den sie in ihrer Wohnung, in ihren Zimmern machen, Wohnzimmern machen, in mein Wohn- und Schlafzimmer, ja, dass ich das auch alles höre. Also weil die rundrum sind diese Wohnungen, von allen Seiten, oben, unten, ja, rechts und links. Ja, und zwar, soll ich das mal ein bisschen erklären? Ja, bitte, bitte, dann kann ich es besser verstehen. Also pass mal auf, das ist so eine Wohnung, also erstmal, es hat einen langen Flur, den ist dritter, also ich lebe im dritten Stock, dritter und vierter Stock, zum Hinterhaus hin, alles was die Leute machen, das höre ich in meinem Wohn- und in meinem Schlafzimmer. Und dann höre ich, dann ist die Wohnung abgetrennt zum Wohnzimmer hin. Wenn die aber sehr knalllaut Musik machen, höre ich das über den Flur hinaus. Also erstmal höre ich es in meinem Wohnzimmer, aber über den Flur hinaus auch in meinem Schlafzimmer. Und von oben hin ist es auch sehr laut. Sind das denn sehr rücksichtslose Nachbarn, die auch wirklich immer viel Radau machen? Ja, rücksichtslos, ja gut. Also die eine Wand in meinem Wohnzimmer wird die Rammelfront im Freundeskreis genannt bei mir. Da ist also das Ehebett auf der anderen Seite. Das hat sich jetzt gewandelt in eine Kläffer- und Jaulfront, weil die einen Hund haben. Wenn er mir natürlich mich wahrnimmt, jault und kläfft er. Ja. Heute Morgen. Also es ist so, ich arbeite auch im Schichtdienst. Ich bin MTA vom Beruf. Heute bin ich vom Nachtdienst gekommen, heute Morgen, und dann immer das Stoßgebiet, lieber Gott, bitte lass mich schlafen. Ja, ja, das ist natürlich schön, wenn man Schichtdienst macht und das ist sehr laut. Hast du dich denn bei den Nachbarn mal beschwert? Ja, des Öfteren. Und das nutzt alles nichts? Das nützt nichts. Ich, die Hausverwaltung sagt, ich müsste das selber regeln. Ja, ich kann aber nicht gegen vier angrenzende Leute klagen, das übernimmt meine Haftpflicht nicht. Verstehe. Bist du denn die Einzige, die sich so über diese Lärmbelästigung ja belästigt fühlt? Oder gibt es auch andere noch im Haus? Nee, das, also meine Wohnung ist so geschnitten, ich weiß nicht, der... Du kriegst alles ab? Ich krieg alles ab. Bei dem bei der Wohnung unter mir wurden wohl die Wände abgedämmt. Der Typ über mir, der hat zum Hinterhaus hin, hat er da eine, wie nennt man das, Brandschutzmauer oder sowas. Der kriegt das gar nicht mit. Ja, die dämmen gut ab, das stimmt, ja. Ja. So, wie groß ist die Wohnung? 76 Quadratmeter. 76. So, jetzt überlege ich mir, wenn ich mir vorstelle, ich hab eine Wohnung, die für mich die Hölle ist. Wenn ich sage, ich hasse diese Wohnung, ist eigentlich das Zuhause, wo man eigentlich gerne hingehen sollte, um sich zu erholen, um seine Freizeit zu haben. Ist es ja ganz schlimm, wenn man sagt, diesen Ort hasse ich. Warum verkaufst du die nicht? Die kann ich doch in dem Zustand nicht. Also ich, gut, ich traue sie mich nicht in dem Zustand zu verkaufen, ehe ich nicht alle Wände und alle Decken abgedämmt habe. Ach so. Ja, sonst hättest du schlechtes Gewissen, wenn die Leute fragen, ist es hier laut, dann möchtest du nicht lügen. Und das kann ich nicht. Da kann ich nicht lügen. Verstehe. Und ich habe das Geld nicht im Moment, alle Wände und alle Decken abzudämmen. Das wären vier Wände und zwei Decken. Und dann wäre es ruhig. Ja, mehr oder weniger. Ja, Altbauten dämmen ist so ein Problem. Aber das sicher wird das einiges ausmachen, ja. Mensch, das ist aber eine unangenehme Sache, finde ich. Also, ja, und ich habe keine Privat- und keine Intimsphäre. Ja, ja. Das eigene Zuhause zu hassen, das ist ja schon ganz schlimm. Ja, und ich könnte mich selber ohrfeigen, ja, für meine Blödheit. Gut, da bin ich nur reingestolpert, nun ist es so. Ich war auch schon beim Rechtsanwalt, dann musste ich so, was ich ja immer angefangen habe und immer wieder resigniert aufgehört habe, Lärmprotokoll, habe ich alles geschrieben, aber das ist so nervend, also... Die Hausverwaltung sagt, das wäre mein Problem, ist auch mein Problem. Ist es denn so, dass du vielleicht auch besonders lärmempfindlich bist, dass es manch einem anderen vielleicht gar nicht so viel ausmachen würde in deiner Wohnung? Weiß ich nicht. Also wenn sich zum Beispiel vierter Stock, das ist vor, weiß nicht, jetzt war ich, ja, einen Monat passiert, die haben sich, fingen sich um 10 Uhr an zu streiten, das höre ich natürlich auch. Und teilweise wortwörtlich, wo der Mann sagt, ja, das ist gar nicht so, das höre ich natürlich alles. So, ne? Und letztlich ist es passiert, also ich muss dazu sagen, ich selber bemühe mich sehr rücksichtsvoll zu sein, Fernsehen höre ich nur per Kopfhörer. Nett, ne? Also, weißt du, was ich auf Dauer anstreben würde an deiner Stelle, Rosemarie? Ich würde wirklich versuchen, irgendwie, wenn ich mir einen Kredit aufnehmen würde, um die Wohnung zu dämmen, und das Geld würde ich hinterher, dann bekäme ich ja wieder, wenn ich sie verkaufen würde. Ja, hast du recht. Bloß, ich kann keinen Kredit aufnehmen, weil meine Arbeitsplatzgarantie nur noch für ein Jahr ist.
Dann wird meine, also ich arbeite in einem Krankenhauslabor, das wird dann verkauft oder meine Chefin geht in Rente und danach wird es verkauft. Und ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Ne? Nun habe ich schon mit meiner Mutter gesprochen, ob ich nicht einen Teil des Erbes als Kredit kriege, was natürlich dann meine Schwestern, ich habe zwei Schwestern, dass sie dann zurückkriegen würden. Also das, ich will es ja nicht geschenkt. Ich will dir mal was sagen. Ich würde an deiner Stelle, ich weiß ja nicht, das kann man jetzt auch gar nicht erlösen in dem Gespräch, ich würde alles dran setzen, dass ich da rauskäme, weil das ist deine Lebensqualität und das ist dein Leben. Stimmt. Und jeder Monat, jedes Jahr, was du da vertust, ist weg. Und, stimmt, ne? Stimmt, und ja. du bist berufstätig, jeder von uns kennt das doch, man freut sich nach Hause zu kommen, da hat man es schön und das Gefühl, nicht nach Hause kommen zu wollen, ist ja fürchterlich. Ja, ich komme nach Hause und lausche erstmal. Ja, fürchterlich. Also ich kann dir nur sagen, am Wochenende hatte ich zwei Frühdienste, da muss ich immer um 6 Uhr aufstehen. Und siehe da, es war wirklich ruhig am Abend vorher. Mhm. Aber ich weiß es ja nicht. Ja, und wenn man einmal sensibilisiert ist, dann hört man ja alles. Ne? Dann registriert man alles. Also ich würde dir dringend empfehlen, alles in Bewegung zu setzen, dass du da rauskommst, Rosemarie, damit du ein schönes Zuhause hast. Ich würde es dir wünschen. Es ist wirklich meine Lebensqualität, die dabei zu flöten geht. Weil ich lade ja auch keine Freunde ein. Ja, wahrscheinlich hängen da so ganz viele Sachen dran. Ja, klar. Also ich wünsche gutes Gelingen, dass du das arrangieren kannst. Von Herzen. Danke schön. Alles Liebe, alles Gute, Rosemarie. Vielen Dank, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ich hasse diesen Ort, heißt unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet über diese Thematik, über einen Ort, den ihr hasst, an dem etwas passiert ist, an das ihr mit Schrecken, mit Schaudern euch vielleicht erinnert oder gerade vielleicht sogar an einem Ort leben müsst, so wie die Rosemarie es gerade erzählt hat, den ihr schlimm findet, dann meldet euch ganz einfach 0800 220 50 50. Hier ist die Frauke und Frauke ist 54. Guten Morgen, Frauke. Guten Morgen. Hallo. Welchen Ort hast du? Mein Elternhaus. Warum? Das Elternhaus ist für mich der Ort, in dem ich meine toten Eltern im Wohnzimmer betrauern musste, die aus dem Haus herausgetragen wurden, als ich 6 Jahre alt war. Um das kurz zu machen, also mit 6 Jahren habe ich meine Eltern und meinen Bruder durch einen Autounfall verloren. Die Eltern und den Bruder? Und den Bruder, ja. Durch ein Verschulden eines LKW-Fahrers. Der Anhänger hat das Auto meines Vaters erwischt und gegen die nächste Mauer gesprellt und mein Vater war sofort tot. Mein Bruder starb auf dem Weg ins Krankenhaus und meine Mutter starb nach 3 Tagen. Mein Bruder wurde auf seiner Beerdigung 4 Jahre. Sind denn die Verstorbenen dann nochmal ins Haus gebracht? Ja, das war 58 so. Achso, die wurden dann aus dem Krankenhaus nochmal ins Haus gebracht? Die wurden zusammengesammelt und das Wohnzimmer wurde abgedunkelt. Ich rieche immer noch diese Lorbeerbäume und kann auch noch die 3 Särge da stehen sehen mit den Kerzen. Und meine Großmutter war auch sehr fromm. Und ich musste als 6-Jährige da also mehrmals am Tag an den Särgen beten. Ich habe immer gar nicht verstanden, um was es ging. Ich habe immer nur eine Heidenangst gehabt, dass die ja in den Kisten keine Luft kriegen. Also die Särge waren nicht geöffnet? Nein, meine Eltern waren so, dass man sie besser nicht sehen sollte. Also verunstellten, verunfallten. Ja. Wie lange lagen sie dann in dem Wohnzimmer, die Särge? Ja, 3. Also das war freitags passiert. Und ich denke mal, 3-4 Tage war das ja früher. So und dann lange. Wurden die aus dem Haus getragen und die Straße war rechts und links, standen die Menschen in Dreierreihe. Das ging dann damals noch mit Pferd und Wagen, weißt du, so diese alten mit Grenze rechts und links. Ja, und dass auch die Leute was zu schauen hatten, weil mein Vater auch ein bekannter Architekt war, hat man mich als 6-Jährige hinter den 3 Särgen herlaufen lassen bis zum Friedhof. Gott, wie schrecklich. Und dann haben die Mächte... Nochmal eine Frage zu dem, wenn die Särge, die Särge waren 3 Tage im Wohnzimmer. 3 Tage, ja, die mussten ja erstmal, also ich war mit meinem Cousin alleine zu Hause, weil ich zur Schule musste und mein Cousin war bei uns eingezogen, der hatte seinen Vater im Januar verloren und meine Mutter war Patentante, da lief die Adoption. Der war 13 und wir waren eben zu Hause, bis 5 Uhr war die Haushälterin da. Und dann wollten die Eltern eigentlich da sein und wir haben die ganze Nacht gewartet und irgendwann bin ich eingeschlafen
Und da war der Unfall passiert. Da war der Unfall. Mhm. Dann kam die Polizei und hat dann nur meinen Cousin erwischt. Und was ich gerade fragen wollte mit den 3 Tagen war, musstest du, kleines Mädchen, dann auch in diesem Haus, wo im Wohnzimmer die 3 Särge... Ja, ich habe nebenan geschlafen. Mit meinem Onkel, mit dem Bruder meines Vaters im Bett geschlafen. Weil mein Vater war evangelisch, der kam oben aus dem Norden, daher auch mein Name. Mhm. Und die hatten zwar katholisch geheiratet, aber zum Beispiel der katholische Pastor wollte sich weigern, die 3 zusammen zu beerdigen, weil mein Vater evangelisch war. Und ja, dann so wurde das früher. Kinderzimmer ausgeräumt und dann war da Riesenkonferenz. Gott. Dann hat eben dann der katholische Priester auf den der evangelisch gesagt, die sind zusammen gestorben, werden die auch zusammen beerdigt. Das weiß ich alles. Mhm. Wie lange hast du dann in diesem Haus später noch gelebt? Ich bin dann ging hin und her und keiner von den Verwandten wollten mich haben. Die wollten zwar alle erben, die hätten, glaube ich, auch lieber gesehen, wenn ich mit im Auto gewesen wäre. Dann hätte es ja was zu erben gegeben. Mhm. Und dann hat mein alter Großvater, der war damals, glaube ich, schon 68, und meine Großmutter schwer krank. Und die haben dann gesagt, wir nehmen das Mädchen, weil auch für mich nur eine Vollwaisenrente von 50 D-Mark ja, weil das Haus einen Wert entsprach und somit ich keinen Schadensersatzanspruch gegen den Unfallverursacher habe. Also nochmal jetzt, du bist dann aus dem Haus aber rausgekommen? Zum Großvater. Zum Großvater. Das Haus wurde verkauft? Oder was? Nein, das habe ich später verkauft, um meine Ausbildung als Hebamme finanzieren zu können. Steht dieses Haus noch? Ja, das ist grausam. Ist das weit weg von dir? Ja, nein, ich bin dann ganz weit weggezogen. Ja. Und bin irgendwann, ich war da glaube ich schon Mitte 30, wieder in den Ort gekommen und komme auch an meinem Elternhaus vorbei und sehe zum Beispiel, dass dieser Jägerzaun kaputt war, wo ich eben wusste, Vater hat den noch selber gemacht. Und prompt träume ich natürlich in der Nacht, ich komme um diese Ecke und mein Vater steht am Gartenzaun und repariert diesen Zaun. Und ich aufgelöst, und wo wart ihr und warum habt ihr mich allein gelassen? Also ich bin nachts klatschnass wach geworden. Und mein Vater sagte nur, ich repariere diesen Zaun und dann gehe ich wieder. Also dieses Bild, allein wie du es mir jetzt schon beschrieben hast, hat sich mir schon so eingeprägt, dass im Wohnzimmer die Särge von Mama, Papa und Bruder stehen. Und man ist 6 Jahre alt. Das ist für das Leben tief in die Seele eingebrannt, ne? Ja, und vor allen Dingen, du hast es ja keinerlei Möglichkeit, das zu verarbeiten. Also meine Verwandten waren so auf dem Motto, ja gut, das ist jetzt schlimm, aber bitte entwickel dich unauffällig. Und als ich dann auffällig in Anführungsstrichen, dass ich eben von der Klassenbeste auf die Schlechteste, dass ich mich einfach geweigert habe, Schularbeiten zu machen. Ich habe da Prügel von der Lehrerin eingesteckt. Klar, das waren alles Folgen. Ich bin dann ins Internat verfrachtet bis zum 18. Lebensjahr. Ach so, du bist dann doch nicht bei Oma und Opa? Nee, nur bis zum 10. Lebensjahr. Und dann bin ich bis zum 18. Lebensjahr im Nonneninternat groß geworden. Also ein schweres Schicksal. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Und dieses Haus ist der Ort, den du hast oder der verbunden ist mit ganz schlimmen Erinnerungen für dich. Ganz schlimm. Da nahm das Unglück seinen Lauf, ne, kann man sagen, von dieser Erinnerung an. Ja, das ist ja auch nicht verarbeitet. Ich bin dann an Krebs erkrankt und weiß auch, seitdem schreibe ich auch an diesem Buch seit 13 Jahren und recherchiere das Ganze, weil ich irgendwie sage, seit meinem 7. Lebensjahr habe ich als Kind eigentlich auch immer tot sein wollen. Bist du in psychologischer Behandlung? Gar nichts. Gar nicht. Das gab es damals nicht. Bist du es heute? Durch die Krebserkrankung war ich in psychologischer Betreuung und habe aber festgestellt, ich bin ja mein Leben lang Einzelkämpfer gewesen. Ist nichts für dich. Ich mache das mit mir, indem ich an dem Buch arbeite. Ich bin ja verpflichtet, rauszurecherchieren, wer ist der Unfallverursacher. Das hat man mir ja auch nicht gesagt, weil dieser Mann hätte genug mitgemacht. Also so ein Buch ist natürlich eine gute Selbsttherapie auch. Ich will das nicht veröffentlichen. Also ist nur für dich. Ja, nur für mich. Ja. Liebe Frauke, danke dir für deinen Anruf und danke dir dafür, dass du diese für dich so schwere und schlimme Geschichte uns erzählt hast. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und auch gutes Vorankommen mit deinem Vorhaben. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute, auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Das war die Frauke. Und hier ist der Karl. Und Karl ist 61. Hallo Karl. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hasse diesen Ort, heißt unsere Sendung heute. Ja, ich hasse einen bestimmten Ort, aus dem ich inzwischen mehr als 400 Kilometer weggezogen bin, weil ich dort nicht mehr hin kann, weil ich dort meine Kindheit verbracht habe. Und diese Kindheit war schlimm? Die Kindheit war in einem Kinderheim, ja, im Ruhrgebiet, ja, und war extrem schlimm, ja. Was war so sehr schlimm, wenn du so ein paar Beispiele vielleicht nennen könntest? Ja, ich bin mit 2 Jahren dort hineingekommen und mit fast 16 wieder raus. Und meine ersten Lebenserinnerungen gehen immer um eine Badewanne, in der ich mit dem Kopf unter gequält wurde, an den Fußgelenken festgehalten wurde und dann hinein in die Badewanne mit dem Kopf, dass ich nicht mehr schreien konnte. Wenn ich es dann versucht habe, wurde ich geprügelt. Und sowas war jeden Freitag. Das heißt von Schwestern oder von... Von Schwestern und von zusätzlichem Personal, was dort war. Ja. Und dieser Freitag war jede Woche. Das war der Badetag? Hinzu kam, dass ich als Bettnässer sowieso dann immer fällig war. Insofern, ja, weil ich bestraft werden sollte, musste, aus irgendwelchen Gründen. Also die ganz frühen Erinnerungen fangen schon damit an, quasi Todesangst in der Badewanne, weil sie dir den Kopf... Mehr als Todesangst. Mehr als Todesangst. Ich will noch ein Beispiel sagen. Ja, wir haben gerne. Also Mittagsschlaf gemacht. Das haben wir nicht im Bett gemacht, sondern mit dem Kopf auf dem Tisch. Und in diesem Haus, das ist ein altes Haus damals gewesen, da waren Löcher in dem Fußboden, aus denen krabbelten in ruhigen Zeiten die Mäuse raus. Und die Nonnen, die der Mäuseplage irgendwie Herr werden wollten, haben Mäusefallen aufgestellt und dann klatschte das hin und wieder. Das habe ich allerdings nicht mitbekommen, dass es geklatscht hat. Aber anschließend, wenn also eine Maus da drin gefangen war in dieser Falle und man dann die tote Maus direkt vors Gesicht gehalten bekommen hat, beziehungsweise noch mit dem Schwanz durch Gesicht gestrichen worden ist, dann habe ich auch Todesangst gehabt. Nicht, weil die Maus mir etwas tun konnte, sondern weil es einfach eine Quälerei, eine Natürlich. Form der Quälerei war, die einfach schlimm war. Also das waren Nonnen, hast du gerade gesagt. Waren Nonnen. Das waren Nonnen. Katholische Nonnen. Katholische Nonnen. Vom zweiten bis zum 16. Lebensjahr, also die gesamte Kindheit, die ganze Jugend. Ja, die ganze Kindheit. Bist du als, seid ihr geschlagen worden? Wahrscheinlich, ja. Ja, also Schläge gehörte zum täglichen Dasein. Sehr schlimme Schläge? Teilweise sehr schlimme Schläge dahingehend, dass also einige Nonnen gar nicht mal hinguckten, wo sie trafen, sie schlugen einfach zu. Und dann auch mit diversen Gegenständen in der Hand. Ich erinnere mich an eine Heizungsbürste, die als so ein Federdingsbums war, wo ein paar Borsten dran war, wo man natürlich den Griff auf den Hintern kriegt oder sonst wohin. Das betraf alle Kinder, nicht nur dich? Das betraf einen Großteil der Kinder, nur ich gehörte grundsätzlich dazu, weil ich ja ins Bett machte. Weil du ins Bett gemacht hast. Ja. Wie lange hast du ins Bett gemacht? Bis zu welchem Alter? Bis etwa bis zum 13., also mit Beginn der Pubertät hat es plötzlich dann aufgehört. Allerdings muss ich sagen, ich habe abends gebetet, damit ich die Nacht nicht ins Bett machte. Nur das hat natürlich so völlig erschwacht. Wenn du heute so zurückdenkst und ich frage dich, was war die allerschlimmste Erinnerung aus deiner Kindheit und Jugend? Ja. Wären das die Sachen, die du gerade genannt hast, oder gibt es da noch etwas anderes? Ja, es gibt natürlich auch die Situation, wo Formen der Vergewaltigung dabei waren. Sprich, dass also größere Jungs, kleinere Jungs, und ich gehörte damals zu den kleineren Jungs, versucht haben zu vergewaltigen. Ich habe also mitbekommen, selber erlebt, dass jemand seinen Penis in meinen Hintern stecken wollte. Und ich habe so geschrien, dass er sofort aufgehört hat. Und ich hatte allerdings dann andere Bedürfnisse, die dieser ältere Junge hatte, befriedigen müssen. Wovon die Nonnen natürlich nichts mitbekommen haben. Nachts herrscht ein anderes Klima dort, also auch ein Klima der Gewalt unter den Kindern. Das heißt, du musstest diesen älteren Jungen dann befriedigen mit der Hand oder sowas? Ja, mit der Hand befriedigen. Auf das, was für mich
in Anführungsstrichen einen Vorteil hatte. Ich hatte sowas wie einen Loddel, also einen Beschützer. Ach so. Gab es auch sexuelle Übergriffe von den Nonnen an euch, Kinder? Nein, von den Nonnen nicht. Die Nonnen waren völlig geschlechtslos. Also man konnte auch sagen, man wusste nicht mal, ob sie Männlein oder Weiblein waren. Also sie waren irgendein Neutrum. Ja. Gab es auch nicht überhaupt einen Funken Lichtblick? Gab es nicht eine nette Person, an die du dich vielleicht gut erinnerst, die nett zu dir war oder die nett zu euch war, die euch geschützt hat? Ja, die gab es. Was war das für eine Person? Das war eine Nicht-Nonne, also die als Erzieherin dort tätig war, mit der bin ich heute noch in Kontakt. Ach, heute noch in Kontakt? Die inzwischen weit über 90 ist. So, dann bist du sowas wie die Nennoma meiner Kinder geworden. Ach, das ist ja schön, wenn da so ein Kontakt daraus entstanden ist. Ja. War dieser Frau, du hast wahrscheinlich oft mit der darüber gesprochen, war der das bewusst, was mit euch Kindern da gemacht wurde? Ja. Ja, und in der Zeit konnte man gar nicht viel ausrichten. Nein, also die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, waren so gut wie null. Für euch Kinder sowieso, aber wahrscheinlich auch für diese eine Erzieherin war auch nicht viel zu machen. Ja, die Erziehungsphilosophie dieser Zeit, also der 50er, der Ende der 40er und bis in die 60er Jahre, war eben eine andere, wo Prügeln das Normalste der Welt war. Ja, ja. Du bist dann mit 16 aus diesem Kinderheim rausgekommen. Was hast du dann gemacht? Da warst du ja auch noch fast ein Kind. Dann bin ich in ein weiteres Heim gekommen, in ein Lehrlingsheim, in dem plötzlich Freiheit war. Also. Die Freiheit mal in einem Beispiel. Wir hatten ja eine Nonne, die mit Geschlechtlichkeit nichts am Hut hatte. Wir haben also grundsätzlich den Bereich Bauchnabel abwärts bis Oberschenkel, den gab es nicht. Und der wurde bedeckt. Auch während des Badens, des Duschens und so weiter, dieser Bereich war immer bedeckt. Und dann kam ich also in dieses Lehrlingsheim und da war der Kulturschock, dass die Jungs unter der Dusche nackend standen. Im ersten Moment habe ich einen Schreck gekriegt. Ich denke, wo bist du jetzt hier gelandet? Dabei ist es das Normalste von der Welt. Natürlich. Ich habe heute selber zwei Kinder. Also war dieses in das andere Heim dann kommen, war für dich ein Glück? Eine Art Befreiung. Eine Befreiung. Ja. Wieso bist du überhaupt in das Heim als zweijähriges Kind gekommen? Weißt du die Hintergründe? Eine eigene Erinnerung habe ich nicht mehr daran. Allerdings von den Aussagen, die ich im Nachhinein bekommen habe, war es so, dass ich vernachlässigt worden bin von der Mutter, als unehelich Geborenes, was damals ja immer noch sowas wie eine Schande war, auch gegenüber den Nonnen. Die Nonnen haben einem das vorgeworfen. Ich habe das jahrelang gar nicht begriffen, was das überhaupt war. Wurde dann irgendwann die Fürsorge eingeschaltet und die hat mich dann mitgenommen und dort abgeliefert. Und das war's. Und das war's dann. Ja. Hast du denn, als du dann erwachsener wurdest und ein junger Mann, vielleicht mit 25 oder gar 30, da gab es ja immer noch dieses Nonnenkinderheim. Ja. Hast du mal überlegt, da irgendwie Anzeige zu erstatten? Also Anzeige zu erstatten war nach 10 Jahren bereits schon zu spät, weil dann die Verjährung eingegangen ist. Ich habe aber versucht und auch geschafft, eine, die es am schlimmsten getrieben hat, die ist dann in Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre dort entfernt worden. Entfernt worden? Weich gefallen. Es war eine Erzieherin, sehr weich gefallen. Die wurde in ein anderes Heim der Nonnen übernommen. Und also irgendeine Strafverfolgung ist nicht passiert. Also keine der damals, die von den Frauen, die damals das gemacht haben, ist jemals bestraft worden oder angezeigt worden. Ich habe das den Nonnen auch vorgeworfen, aber die sind auf dem Ohr etwas taub. Nach so vielen Jahren, du bist jetzt 61 Jahre alt, hast du abgeschlossen mit dieser Zeit oder hast du immer noch... Nein. Ich bin etwa seit gut 40 Jahren in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Auch dass ich jetzt hier sitze nachts, dass ich kaum schlafen kann oder sehr schlecht schlafen kann, führe ich auf diese Zeit zurück. Das heißt, man kann sagen, diese Frauen haben dir dein Leben, das Leben kaputt gemacht. Ja. Und daher auch die Aussage, ich hasse diesen Ort, nämlich diesen Ort, wo ich da im Heim war. Ja. So viele Jahre. Ja.
habe heute zwei erwachsene Kinder. Mhm. Mitunter muss mir meine Frau noch einige Marotten wieder austreiben. Weil ich habe als Kind fürchterlich gefroren. Ich habe meine Kinder angeplündert wie nur was, weil ich Angst hatte, dass die frieren könnten. Mhm. Und ähnliche Dinge auch. Und so richtig zu Bewusstsein kam es mir, als ich mit meinen Kindern, wie das eben üblich ist, in der Badewanne saß und mein Sohn mir einen Eimer Wasser über den Kopf kippte. Da habe ich gedacht, ich kriege einen mit der Keule vorm Kopf. Ach so, da wachten die ganzen Erinnerungen wieder auf, die, was du gerade am Anfang erzählt hast. Mhm. Ich musste sofort raus, sonst wäre ich wahrscheinlich erstickt. Mhm. Und dann war ich voll da und meine Kinder wussten nicht, was los ist. Mhm. Aber ich bin heute sehr, sehr stolz, dass ich zwei Kinder habe und dass die Glückwünsche dich gegangen sind und ich ihnen einen anderen Weg machen konnte. Ja. Lieber Karl, ich danke dir herzlich für deinen Anruf und dass du von diesen doch intimen, schlimmen Dingen erzählt hast aus deinem Leben. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Jetzt hat er mich gesiezt und ich habe ihn geduzt. Naja. Marika ist hier. Marika ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marika. Ja, über welchen Ort möchtest du sprechen, den du nicht magst oder den du gar hast? Ich hasse Möbelgeschäfte. Ich habe mich verstanden. Ich hasse Möbelgeschäfte. Möbelgeschäfte? Ja. Generell Möbelgeschäfte? Generell, ja. Warum? Da mein Mann in meiner Gegenwart verstorben ist. In einem Möbelgeschäft? Ja. Wann war das? Das ist jetzt fast. Also 16 Jahre wird es jetzt im August. Ja, magst du mal beschreiben, was da passiert ist damals in dem Möbelgeschäft? Ja, wir wollten uns eine Couch kaufen, sind dorthin gefahren. Es war August, es war heiß. Es ist auch, warum ich mir immer noch einen Gedanken mache, nach dem Motto, ich hätte es vermeiden können, wenn ich es eben während der Hitze nicht gemacht hätte. Ja. Naja, und wir kamen da ran und guckten uns einiges an. Und mein Mann lief vor mir. Und wir diskutierten, was wir nehmen könnten. Und auf einmal stolperte er vor mir, wie ich annahm. Mhm. Ich versuchte noch seinen Arm zu halten. Er fiel vor mir auf den Boden mit dem Gesicht und war tot. Sofort? Ja. Also ein Herzschlag? Also wie sich hinterher herausstellte, er war nicht sofort ganz tot. Es war ein Herzkammerflimmern. Mhm. Es war einer von den Besuchern dort, war ein Arzt, der sofort Erste Hilfe leistete, aber auch nichts machen konnte. Mhm. Es war Berufsverkehr, also bevor ein Rettungswagen oder ein Hubschrauber kam, verging 20 Minuten und da war nichts mehr zu machen. Und in diesen 20 Minuten lag dein Mann tot in diesem Möbelgeschäft und du saßt daneben und da waren ein paar Leute und niemand konnte was helfen und unternehmen. Keiner konnte mir genau sagen, ob er tot ist oder nicht tot ist. Ich habe es gespürt, ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber es kam keine Reaktion, ich habe auch keine Atmung gesehen. Hinterher sagte man mir, ich hätte froh sein können, dass er tot gewesen ist, ansonsten wäre er sein Leben lang ein Pflegefall gewesen. Du sagst, dass du dir irgendwie ein bisschen Vorwürfe machst, dass du in der Hitze mit ihm rausgegangen bist. Erst leider später vom Hausarzt erfahren hatte, war er wohl krank. Das war meine Frage jetzt. War er denn überhaupt krank? Wusstest du das? Nein, ich wusste es nicht. Ich meine, ich wusste, dass er hohen Blutdruck hatte, okay. Mhm. Aber das haben wir dann viel mehr bekommen, Medikamente dagegen. Mhm. Aber er ist dann wohl nicht mehr zum Arzt gegangen, wie der mir erzählt. Ja. Das ist ja auch dann verständlich, dass jedes Möbelgeschäft, das du siehst, setzt diese Assoziation frei, ne? Zu dem schlimmen Unglück, das so aus heiterem Himmel auf euch eingeschlagen ist. Richtig, also ich muss gestehen, wenn ich jetzt irgendwas brauche für meine Wohnung, ich bestelle nur per Katalog. Ich traue mich nicht mehr in irgendein Möbelgeschäft. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wie wir Menschen so Erinnerungen behalten und präsent halten. Das ist 16 Jahre her und dennoch hat das so eine Kraft in dir. Es kehrt immer wieder, wenn die warme Jahreszeit anbricht, ja. Genau, sowas kommt natürlich auch noch hinzu, dass so warme Jahreszeit und Gerüche oder was weiß ich, irgendwas, was damals auch so war in dem Moment. Natürlich, und ein bisschen auch das schlechte Gewissen, auch wenn ich es nicht haben müsste. Mhm. Ich sag mir immer, hättest du nicht darauf bestanden, Wolfgang über 30 Grad dahin zu fahren, hätte er noch leben können. Ne? Aber dann wäre es vielleicht in der Wohnung passiert. Sagte mir der Arzt auch, dann wäre es vielleicht nachts im Bett. Mhm.
Liebe Marika, ich danke dir herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht war Matthias Neef. Das war unsere Sendung Ich hasse diesen Ort. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Um 1 beginnt die Sendung hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch